Girban, ein Dolch aus Serblo, aus reinem Eisen. Das Wort Girban lässt sich in zwei Worten aufsplitten und übersetzen. Girpa plus An. Girpa bedeutet der Segen und An bedeutet in der Hand. Durch das Tragen der Girban in der Hand erhalten wir den Segen des Gurus. Girban panatariang, karor papatariang. Durch das Tragen einer Girban werden Millionen von Sünden abgeschafft. Die Girban wird für Notverteidigung, Hilfe anderer Menschen in Not oder gegen Unterdrückung eingesetzt. Die Girban darf nicht für Mord, Bedrohung oder Gewalt entfremdet werden. Die Girban wird für drei Zwecke lediglich aus der Mian, aus der Hülle herausgenommen. Erstens, um Gurujis Segen für frisch zubereitetes Graprasad, auch genannt Deg, oder für Langar zu erhalten. Dieses nennen wir auch Boglona. Habt ihr bestimmt schon mal in eurem Gurdwara gesehen. Zweitens, um die Kirpan sauber zu machen und den entstandenen Rost zu entfernen. Drittens, in der Notwehr, um Tyrannen und Unterdrücker zu vernichten. Die Kirpan wird nicht benutzt, um jemanden zu beängstigen oder um Gemüse zu schneiden. Beim Baden ist die Kirpan, um den Kopf zu binden. Wenn man die Haare wäscht, kann die Girban um die Hüfte gebunden werden. Auch beim Schlafen wird die Girban nicht abgelegt.